Hey yo Freunde, euer Mr. Do-It, jetzt mal ohne den Kaffee in der Hand. Heute ist es das letzte Mal, dass ich 2020 ein Video drehe. Ich bin gerade zu Hause, habe einen schönen Baum hier stehen, den lasse ich noch ein paar Tage stehen, ist übrigens ein echter Baum. Und ja, ich wollte ein bisschen auf Kommentare und auch Aussagen von Zuschauern eingehen hier in diesem Video, die mir immer wieder gestellt werden. Wie ist es eigentlich, bekannt zu sein? Teilweise sagen die Leute berühmt, prominent, was auch immer. Also 2020 war ein Jahr, wo ich zugeben muss, es war anstrengend. Es war anstrengend. Viele von euch wissen ja, dass ich ja bis Februar noch ganz normal in einem Angestelltenverhältnis war und bin seit Februar 2020 in die Selbstständigkeit gerutscht. Gewollt, ungewollt, das ist eigentlich schon fast ein Zufall, ich weiß es gar nicht, irgendwie kam alles auf einmal und wenn ich so das Jahr 2020 Revue passieren lasse, also einfach mal die Gedanken ganz schnell so wie so ein Film abzuspielen, dann denke ich mir, Alter, was war das für ein Jahr? Vor allem auch im finanziellen Aspekt, also von dem finanziellen Aspekt aus gesehen, war es für mich eine ganz neue Welt, aber auch natürlich die Dinge, die zum Beispiel zu tun haben mit Firmen, die sich bei mir gemeldet haben, Firmen, die mit mir Kontakt aufgenommen haben und natürlich auch, was war so mit YouTube, Höhen und Tiefen natürlich auch. Und ich denke mal, ich werde auf jeden Fall YouTube weiterhin betreiben 2021. Im Gegenteil, wir werden es noch intensivieren, ja. Ich habe einige kleine Fehler gemacht, muss ich zugeben, wo ich aber auch denke, viele oder einige Zuschauer haben es mir sehr übel genommen, obwohl ich zwischendurch immer wieder aufgeklärt habe, warum es dazu kam. Aber das sind so Dinge, daraus lernt man. Ich denke mal, wir sind alle Menschen und Menschen lernen aus Fehlern und ja, also dazu gehört das YouTube-Leben natürlich dazu. Also man steht ja irgendwo in einer Öffentlichkeit und das Thema mit Öffentlichkeit, klar, wird man hin und wieder erkannt und man wird angesprochen und ich muss zugeben, es war bis jetzt immer so, dass wenn Leute mich erkannt haben, dass Leute sehr, sehr positiv über den Kanal oder über meine Person gesprochen haben und das natürlich auch ungemein aufbaut, ja, oder Menschen, die teilweise täglich bei mir, also verschiedene Menschen, die täglich bei mir in der Werkstatt waren, um einfach mal Hallo zu sagen oder sowas, ja, finde ich natürlich bemerkenswert, dass man mittels YouTube, ja, in so ein Licht gerückt werden kann. Und natürlich auch, wie schon angesprochen, das Finanzielle. Ja? Also es ist für mich als normaler Angestellter, wie vorher natürlich, ich war in meinem Leben jetzt noch nie arbeitslos oder sowas, aber das normale Angestelltenverhältnis ist natürlich im Gegensatz zu einer Selbstständigkeit ein ganz anderes Level. Ja, also man muss auf viele, viele Dinge achten, die man vorher gar nicht so auf den Schirm hatte, was jetzt Finanzen angeht oder Versicherungen und so eine Geschichten an. Ja, man, Sozialbeiträge werden automatisch mit vom Arbeitgeber geteilt. Das wird jetzt in dieser Selbstständigkeit wird das ganz anders gehandhabt. Ja, vor allem auch was Krankenkasse und sowas angeht. Sind alles Dinge, die ich vorher nie so kannte, wusste. Auch vor allen Dingen muss ich sagen, das Thema Ordnung, ja, also jetzt was die Buchhaltung angeht, alles Neuland für mich. Aber trotzdem denke ich, dass 2020 für mich ein Jahr war, was, wie gesagt, zwar Höhen und Tiefen hatte, aber wenn ich jetzt so das Ganze betrachte, aus der Ferne so, denke ich mir, ich bin auf dem höheren Level rumgewandert, sagen wir mal so. Ja. Natürlich auch viele Menschen, die mich aufgebaut haben, viele Freunde, die mir geholfen haben, die mich aufgebaut haben. Mein Vater habe ich einen ganz großen Dank auszusprechen. Der war auch sehr oft in meiner Halle, einfach auch so aus Neugier oder so. Kam dann vorbei, ach, was machst du Schönes. Also das sind so Dinge natürlich aufbauen. Familie, wie gesagt, der Rückhalt. Ja, ist ja nicht selbstverständlich, dass man täglich so lange weg ist. Oder dann nach Hause kommt, noch ein Video schneidet. Das sind halt Dinge, die sind zeitraubend. Aber Verständnis war da und man sieht ja auch irgendwo den, ich sag mal in Anführungszeichen, den Erfolg oder die, ja, wie gesagt, man pflanzt irgendwas und irgendwann kann man die Saat dann einsammeln. Ja, 2020. 2021 fängt ab morgen an, also ab 0 Uhr. Und das Jahr 2021 wird nicht nur für mich extrem sein, sondern auch für euch, Freunde. Es finden Dinge im Hintergrund statt, von denen habt ihr noch nicht mal die blasseste Ahnung. Also das ist so eine Dimension, auf die das hinaufläuft. Ich werde jetzt hier auch keine Details nennen oder so, aber das ist schon für meine Verhältnisse, ein Traum ist untertrieben. Also das ist schon ein Achter im Lotto so ungefähr, wisst ihr.
dass ich überhaupt in diese Phase kommen konnte oder beziehungsweise, dass es soweit kam. Werdet ihr alles erfahren, so ab April wird das Ganze, denke ich mal, losgehen. Wird auch da nochmal ein neuer Meilenstein, auch was YouTube angeht, nochmal gegossen oder geformt, wie auch immer man es nennen möchte. Bedanken möchte ich auf jeden Fall mich bei allen Menschen, die mich natürlich tatkräftig unterstützen in Wort und Schrift oder auch in, ja, vor Ort, ne, wenn sie halt bei mir mal sind oder mich auf der Straße sehen. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken und möchte auch nochmal auf eine Sache hinweisen. Ich habe ja seit Juni einen Online-Shop und dieser Online-Shop, mit der Resonanz hätte ich bei Gott nicht gerechnet. Und da ich natürlich auch ein Gönnerherz habe, wie ihr wisst, das wird heute zweifach nochmal erläutert, ein Gönnerherz habe, möchte ich nochmal hier jetzt an euch appellieren, wenn ihr was kaufen möchtet, jetzt aktuell bis zum 5. Januar, haue ich jetzt einen raus und zwar 10% auf alle Artikel in meinem Shop. Egal ob ihr für 1000 Euro kauft, egal ob ihr für 50 Euro kauft, 10% gilt ab jetzt mit dem Code DOIT21. Damit möchte ich nochmal in den Januar, in das neue Jahr mit einer Geschenkewelle sozusagen auf euch herab reagieren und euch natürlich in dem Moment auch vielleicht animieren, das eine oder andere zu kaufen, wo ihr dachtet, ist mir noch ein bisschen zu teuer. 10% ab jetzt, ab diesem Video. Und eine weitere Sache möchte ich natürlich hier raushauen. Wir werden morgen das Gewinnspiel auflösen von dem Video gestern. Ja? Ich habe natürlich heute den Tag genossen, Familie ein bisschen halt, ne? Habe ein bisschen den Shop bearbeitet und so weiter und so fort, Kommentare beantwortet und auch E-Mails beantwortet. Aber es ist etwas passiert, was unvorhergesehen kam. Und zwar hatte ich für meinen Sohn von Kübler eine schöne Hose bestellt, ja, und einen Arbeitsanzug sozusagen, ja, für groß und klein. Hier sieht man es in der Größe 110 für einen kleinen Bub oder ja auch für ein Mädchen vielleicht gedacht. Ich denke mal Unisex dürfte man hier sagen, ne? Heißt ja so Männlein, Weiblein. Eine schöne Jacke dazu, ungetragen, Freunde. Es war für meinen Sohn zu groß, ja. Aber ich denke mir natürlich, bevor ich irgendwie sowas dumm rumliegen lasse, da sind auch noch diese Etiketten dran, gönne ich es vielleicht einem Väterlein oder einer Mama, die dort ihrem Sohn gerne so eine schöne Jacke, ja, verschenken möchte. Ich habe gestern noch eine E-Mail bekommen, wo drin stand, also der Gewinner von vorgestern, der geschrieben hat, oh mein Gott, ich habe gewonnen, das erste Mal in meinem Leben. Und ja, so kann es kommen, ne? Der Zufall entscheidet. Also hier nochmal für euch, schreibt einfach mal Hashtag DOIT21, sowie auch der Gutscheincode. Übrigens am Ende des Warenkorbs gebt ihr diesen ein. Ja, dann wird von der kompletten Summe einfach 10% abgezogen. Und wie gesagt, DOIT21, Hashtag DOIT21, jetzt in die Kommentare, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Und zeitgleich ist es auch im Grunde genommen der Gutscheincode. Gut, Leute, feiert schön. Auch wenn es im kleinen Rahmen ist, man kann trotzdem feiern. Trinkt nicht zu viel oder sowas, ja, bleibt gesund. Macht keinen Scheiß, Böller oder so dürfen wir auch nicht. Ich habe auch gar nichts gekauft. Ich habe auch nirgendwo was gehört bis jetzt. Also wir haben aktuell 17 Uhr. Keiner hat draußen geknallt oder so. Sind halt ganz, ganz, ganz bescheidene Verhältnisse 2020 durch Corona. Ist halt so, was willst du machen? Da müssen wir auch mal durch. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, meinen herzlichen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich dir und deiner Familie und bleib gesund und 2021 rocken wir YouTube. In diesem Sinne würde ich sagen, euer Mr. Duit, bis morgen, bis dann. Ciao.